Oh Gott, ich bin in einem Brunnen. Runter mit ihnen. Sie zwingen mich. Du holst jetzt sofort den Schlüssel wieder rauf, du Pfeife. Gut, schauen wir mal. Kommen wir hier ran irgendwie? Schlüssel nehmen. Gut, das war jetzt nicht allzu herausfordernd. I.O. Nimmst du vielleicht noch die Taschenlampe gleich mit? Da ist er. Nö. Da liegt der Schlüssel. Ich habe ihn. Ich habe ihn gefunden. Zieht mich rauf. Also los. Zieh mir ihn rauf. Ich bin gleich wieder oben. Gott sei Dank. Sehr gut. Du hast also den Schlüssel heraufgeholt. Wem hast du ihn gegeben? Demjenigen, der dich da heruntergeschickt hat? Nein, ich glaube nicht. Gut, ich bin gleich zurück. Ja? Habe ich irgendwo... Ach, da ist mein Cursor, okay. Das war jetzt gar nicht mal so herausfordernd gewesen, muss ich zugeben. Ich habe das Gefühl, es wird immer leichter jetzt zum Ende hin, dass es sich immer mehr darauf konzentriert, einfach nur die Story voranzutreiben und man gar nichts mehr weiter jetzt an knackigen Rätseln oder so hat. Also, naja, gut. Wenn Sie meinen. Gut, dann spielen wir es mal dem Cliff vor. Vielleicht weiß der ja was dazu zu erzählen. Da ist er. Da liegt der Schlüssel. Ich habe ihn. Ich habe ihn gefunden. Ich bin gleich wieder oben. Gott sei Dank. Mal sehen. Mhm. Jetzt habe ich schon wieder getrunken. Der Schlüssel. Hast du gehört? Er hat ihn dir gegeben, nicht wahr? Versuch dich zu erinnern. Was hast du mit dem Schlüssel gemacht? Ja. Ja, da war was. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Am Brunnen. Ich stehe vor dem Waffendepot. Du willst euch Waffen besorgen, richtig? Ja. Ich weiß, dass noch welche da sind. Munition auch. Ich frage mich jetzt gerade, welchen Schlüssel er da aus dem Brunnen erhalten hat. Den fürs Waffendepot, das wird ja der hier sein, oder den hier drüben, was wahrscheinlicherweise der Gefängnisschlüssel sein wird. Sehr interessant. Ich vermute aber bald mal, er wird jetzt den Waffendepot-Schlüssel gerade aus dem Brunnen geholt haben. Denn das war ja jetzt eigentlich hier der Aufhänger gewesen und ich glaube, beim Gefängnisschlüssel hatte Ray auch irgendwann mal gemeint, er weiß gar nicht, wo er den hergenommen hat, der Cliff. So, machst du hier mal? Nö, natürlich nicht. Da musst du dir das erst näher angucken, okay. So, jetzt aber, oder? Ja, mach mal hier gleich verwenden, so Tür. So geht sie nicht auf. Was? Hier geht auch nichts? Na klar, abgeschlossen. Ja, deswegen ja der vielleicht doch der andere? Ach so, doch der. Aha. Na gut. Dann gehen wir mal rein. Da hinten ist noch ein Raum. Alles so, wie ich es verlassen habe. Okay, mal sehen. Da hinten müssten sie sein. Was, so wie du es verlassen hast? Also Cliff war schon mal hier und anschließend wurde das zugeschlossen und der Schlüssel weggeworfen. Und also Cliff ist nicht zum ersten Mal hier, quasi. Eine Brechstange, sehr gut, mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das die Brechstange ist, mit der später Jonathan war das, glaube ich, entkommen ist. So, hier ist sonst nichts mehr, glaube ich, ne? Das ist immer noch bloß das, okay. Ja, hier, du sollst mal... Nee, so... Mal hier drüben schauen. Hier ist nichts. Okay. Ja, ich möchte gern genau. Geh mal hier hinter. So, hier kann ich aber auch nichts nehmen gerade. Ja, nochmal hier rüber. Hier vielleicht? Irgendwo? Nee, so nicht. Ich will nicht den Hotspot benutzen, Mensch. Verdammt. Ach, nö, toll, irgendeins von den oberen Gittern, ihr Arschkrampen hier. So, verwenden. Da reißen wir das hier mal auf. Hallo? Geht nicht? Oder soll ich...
Ich habe doch gerade irgendwas anderes noch. Tür, nee, geht nicht. Hm, doll. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Ach, na super. Ich hätte es jetzt einfach mit der Brechstange aufgemacht, das hätte genauso funktioniert. Dann eben so. Na bitte. Da haben wir sie ja. Ach, dann ist der Schlüssel hier offenbar Generalschlüssel für alles. Also nicht bloß für das Waffendepot, sondern auch fürs Gefängnis. Und wir haben jetzt den rausgezogen und der ist der Spindschlüssel quasi für die Waffen. Und ich finde es sehr auffällig, dass exakt 5 Waffen hier drin gelagert sind, wenn hier 5 Leute sind, ne? Dann steck mal ein. Fehlt nur noch Munition. Du hast die Waffen? 5 Stück. Supi. Ja, Muni müsste ja dann das hier sein, oder? Aber das lässt sich nicht auswählen. Ja, wo kriege ich die Munition her? Das wäre jetzt die nächste Geschichte. Ja, hier drüben wird sie bestimmt nicht mitliegen. Eigentlich hier, oder? Irgendwas? Aber das ist alles nichts. Doch hier. Aha. Munitionsbox. Die breche ich auf. Ja, sehr schön. Brechstange, Munitionsbox. Dann her damit. Das sollte genügen. Na klar, du hättest auch einfach die ganze Kiste mitnehmen können und die Waffen damit reinlegen können. Denn ich stelle es mir etwas unpraktisch vor, die Magazine und die 5 Waffen alle einzeln in der Hand irgendwie zu tragen. Aber gut, Cliff kriegt das schon hin. So, dann wieder raus, ne? So, raus. Und hier war auch nichts mehr? Nö. Okay. Dann hinfort, Cliff. Hinfort. Okay. Die anderen warten schon in der Küche. Aha, ich verstehe. Dann bist du in die Küche gegangen. Ich wüsste gern, woher der Schlüssel eigentlich kam. Du sagtest, im Depot sei alles, wie du es verlassen hattest. Du warst also vorher schon einmal da. Kann schon sein. Ich bin ziemlich fertig, Doc. Kann ich eine Pause machen? Ja, natürlich. Ich habe hier einen Patienten, mit dem ich sehr guten Kontakt habe. Ich danke dir. Aha. Hast du nicht mit allen recht guten Kontakt? Mann, diese blöden Anspielungen immer. Ich habe keine Ahnung, wen der jetzt meint, ehrlich gesagt. Vielleicht hier Ray. Probieren wir es mal. Nicht hinhocken. Mann. Hm. Dieser... Mordgelüste. Dieser blöde Kommentar. Hm, was soll das? Also gut. Cliff, Zelle 5. 8.11. Nachmittag. Teil 4. Spielen wir es mal vor. Okay. Die anderen warten schon in der Küche. War ein super Kommentar. Dann vielleicht doch Teil 1. Ich stehe vor dem Waffendepot. Du willst euch Waffen besorgen, richtig? Ja. Ich weiß, dass noch welche da sind. Munition auch. Das war's auch nicht. Ich glaube, dann wird's gar nicht Cliff sein. Dann vielleicht doch Jonathan, hm? Ich schließe mal aus, ein Patient, mit dem ich sehr guten Kontakt habe, dass das dann ein männlicher sein wird. Und mit Jonathan kommt er eigentlich ganz gut zurecht. Er braucht nur noch eine kleine Erinnerungsstütze. Immer noch. Na gut. Huch, hier hackt's aber gerade. Dann schauen wir mal. Probieren wir es nochmal mit Teil 1. Ich stehe vor dem Waffendepot. Du willst euch Waffen besorgen, richtig? Ja. Ich weiß, dass noch welche da sind. Munition auch. Okay, klappt nicht. Dann vielleicht Teil 4? Okay. Die anderen warten schon in der Küche. Mal sehen. Ach, ist doch nicht dein Ernst, oder? Er sagt, die anderen warten schon in der Küche und darauf springt er an? So, mein Junge. Du hast gehört, wovon er berichtet hat. Wir haben jetzt alle gemeinsam eure Erinnerungen bis 4 Tage vor eurer Flucht zurückverfolgt. Jetzt liegt es an dir. Schaffst du es, dich zurückzuerinnern, was euch dazu gebracht hat, euch zu bewaffnen? Komm, ich weiß, dass du es kannst. Ihr wart in der Küche, richtig? Ja. Wer ist das denn? Ist das der Killer, von dem die gesprochen haben? Okay.
Okay, er hat in jedes Zimmer mal reingeschossen. Ich kann das nicht glauben. Wer hat das getan? Einer von uns? Blödsinn. Mir würde schon jemand einfallen. Ach. Und wer? Fühlst du dich angesprochen? Lächerlich. Wo sollte ich denn eine Knarre herhaben? Aus dem Depot. Du halt dein Maul. Wieso denn? Lass ihn doch reden. Was meinst du damit? Aus dem Depot. Er hatte den Schlüssel. Ich hab ihn gefunden. Du hast was? Du hattest einen Schlüssel in deinem Zimmer. Für das Depot. Ich habe ihn gefunden. Er lag auf dem Tisch. Was hast du mit meinen Sachen zu schaffen? Hey, ganz ruhig. Stimmt das, was er sagt? Du hattest den Schlüssel zu dem Waffendepot? Ja. Okay. Ja, es stimmt. Ich hatte den Schlüssel. Er lag auf dem Tisch. Schon am ersten Tag. Keine Ahnung warum. Aber mit diesem Geballe durch die Türen habe ich nichts zu tun. Du verdammter Mistkerl! Und das sollen wir dir glauben, oder was? Mein Gott. Selbst in meiner Tür ist doch ein Einschussloch. Vielleicht war er es ja, der blöde Fettsack. Ich? Ja. Du. Na, großartig. Ich weiß nicht, wer von euch beiden mich mehr anwidert. Und was machen wir jetzt? Was, wenn es keiner von uns war? Was, wenn er nochmal wiederkommt, heute Nacht? Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich denke, wir könnten jetzt gut Waffen gebrauchen. Das könnte dir so passen. Wenn dir was Besseres einfällt, sag's mir. Ich lass mich hier nicht über den Haufen schießen, weder von euch noch von sonst jemandem. Wo ist der Schlüssel jetzt? Ich hab ihn weggeworfen. Wohin? In den Brunnen. Du Vollidiot. Ich wollte nicht, dass er Unsinn macht. Der und Waffen. Weißt du was? Dann darfst du ihn jetzt auch wieder heraufholen. Was? Ich schätze, da hat er recht. Du kletterst jetzt da runter und holst den verdammten Schlüssel zurück. Das kann ich nicht. Er liegt unten, im Wasser. Doch, du kannst. Los, wir gehen raus. Jetzt gleich. Das ist gut, Junge. Versetz dich zurück in die Stunden davor. Ich weiß, du kannst es. Killerspiele! Ich töte euch. Okay, die haben also, nehme ich jetzt mal so an, sich für einen Test gemeldet als Probanden freiwillig. Dann wurden denen vermutlich das Testosteron gespritzt, dass sie ein bisschen scharf gemacht werden. Dann haben sie die Killerspiele gespielt, wo sie vermutlich gegeneinander gespielt werden. Und wir wissen alle, wenn wir schon mal sowas gespielt haben, ich habe da selbst nicht so die Ahnung drin, weil ich da einfach nicht die Nerven zu habe und vor allen Dingen nicht das Können. Wer das nicht glaubt, kann einfach mal jegliche Spiele sehen, sich anschauen, in denen ich schießen muss. Das funktioniert überhaupt nicht bei mir. Dass man doch ein bisschen scharf werden kann, wenn man gegen andere Leute jetzt online antreten muss oder irgendwas, dann kann man schon mal aggressiv werden. Und wenn man dann noch so richtig schön Testosteron im Blut hat, dann wird man schon richtig böse aggro vermutlich mal. Und mit den paar Schüssen, ja, hat man dann einfach mal Mistgunst und vor allen Dingen auch Angst gesät. Und damit haben die Leute sich dann, dadurch, dass der Schlüssel da war, bewaffnet. Und jeder hat eine Waffe gehabt und jeder hat den anderen verdächtigt, es gewesen zu sein. Und schon hat man die Kacke am Dampfen. So, und ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal zu Cliff. Ach, Dr. Young, Oh. Was ist? Warum kommen Sie denn nicht rein in die Zelle? Ich wollte Ihre Arbeit nicht stören. Natürlich. So? Woher plötzlich der Respekt vor meiner Arbeit? Da haben Sie eigentlich recht. Ich habe Besseres zu tun, als mir diesen Unsinn anzusehen. Ich mache jetzt Schluss, Herr Kollege. Viel Vergnügen noch. Sie haben zugehört, oder? Nicht wahr, Doktor? So ein Armleuchter. Du Arsch. Aber verdammt, er hat recht. Es ist schon spät. Ich muss los zu Moretti. Was, echt? Ist der Tag schon wieder rum? Das ging aber echt extrem fix.
Ich meine, ich spiele doch gerade mal eine halbe Stunde oder so den Tag jetzt. Die gehen immer schneller rum, die Tage. Was ist das echt schon wieder dunkel? Ich werde bescheuert. Und unser Wachmann ist weg. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zu Moretti.